Meine allerjüngsten Besten, wir sind hier gerade dabei, beziehungsweise eigentlich sind primär die Jungs dabei, ich gar nicht, bin gerade gekommen, halt die Kamera hoch, machst wie bei ProSieben, säg jetzt ein Brett und sag ich was. Wir sind gerade dabei und bauen hier dieses ganze Podest mal weiter, denn ihr habt ja vielleicht mitbekommen, hier ist über viel Holz. So, jetzt haben wir quasi hier angefangen, ein bisschen eine Bühne zu bauen, ne? Die wird hier gerade erweitert, Tobi und Julius sind natürlich immer noch dran. Jetzt ist so die Frage, wofür eine Bühne, wenn da nichts drauf passiert? Und dafür, meine Damen und Herren, dürfen wir herzlich willkommen heißen, den unglaublichen, einzigartigen Flash, den Hund. Nein, es geht eigentlich um diesen Mann hier, es geht um Alexander. Ich hätte was vorbereiten sollen. Tut mir leid. Zaubershow! Könnt ihr vielleicht wegen Ton aufhören zu bohren? Oder? Ja, vielleicht mal auch auf. Hey! Mann, diese Handwerker sprechen nicht unsere Sprache. No! No drilling! No! Hello! We do a video, no drilling! No drilling! Ist ja zum Kotzen. Kleiner Scherz. So. Den habe ich extra für dich geholt. Ja. Du weißt vielleicht noch nicht, aber du bist unheilbar krank. Das war doch dein großer Wunsch, oder? Was habe ich denn? Viel Spaß bei der Zaubershow, Mann. Hat er noch zwei Wochen, ne? Ja, wir passen wie bei einer echten Show hier. Zaubershow! Heute leben wir wirklich unsere Kindheitsträume. Zuerst haben wir den Schauberer hier. Und dann, und dann geht's heute Abend in ein Spieleparadies über Nacht. Und dann können wir so viel Slushy trinken, bis Tobi an der Lebensmittelvergiftung stirbt. Okay, ich bin aufgeregt. So viel Publikum hatte ich seit 2,5 Jahren nicht mehr. Corona! Corona! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Wir kennen Karten, kennst du dich aus mit Karten? Klar, so habt ihr euch kennengelernt. Ja. Das Wichtige ist, von vorne alle unterschiedlich, ja? Und von hinten alle gleich. Ist wichtig, damit du weißt, wo vorne und hinten ist. Und jetzt machen wir das ganz einfach. Wir machen das jetzt sogar auf Distanz. Wir gehen hier einmal, Revi, sag mal Stopp. Stopp. Hier, alles klar, schau die Karte an, merkst du dir? Ja. Hast du? Mhm. Sehr gut, perfekt. Die Karte kommt zurück. Ich mische die Karten hier nochmal einmal durch. Jetzt versuchen wir Folgendes, und zwar versuche ich jetzt die Karte irgendwie auf spektakuläre Art und Weise zu finden. Seid ihr bereit fürs Spektakel? Ja, ich merke es ganz deutlich. Es ist... Die war es nicht. Ja, ja, doch, doch, doch. Die ist besser. Die ist besser. Und zwar, pass auf, die nehmen wir hier einmal. Jetzt ist sie weg. Wann kommt sie runter? Kommt, warte, wenn du sie genau erwischst. Wenn du sie genau erwischst, dann kannst du sie... Oh. Alter. Oh. Oh. Oh, sorry. Das ist... Oh. Die habe ich. Darf man nicht. Ich hab, die habe ich zu arg getreten. Was? Darf man nicht, das ist illegal. Halt mal deine Hände auf. Was? Nein, wenn das ist, schon habe ich Angst. Nee. Wenn es die jetzt ist, dann muss ich Tobi richtig einen in die Fresse hauen. Ja, Mann. Nee. Digga, wie? Hä? Ich habe trainiert, Sachen zu bewegen mit nur meinen Gedanken. Wenn das jetzt schwebt. Nee. Zum Beispiel, ich kann die jetzt gleich loslassen und dann schwebt nein, die sofort. Nein. Okay, Revi, konzentrier dich mal ganz genau auf die Flasche. Konzentrier dich mal ganz klar drauf. Ja. Hast du was? Ja. Okay, stärker, Revi, stärker. Das war ein bisschen stark, Revi. Sag ich dir, wie es ist. Oh. Hä? Was? Ja. Das war ziemlich gruselig. Hier, die will ich nicht mehr haben, siehst du? Das ist eine komplett normale Glasflasche. Ihr wart doch alle, wir waren doch alle schon mal auf dem Volksfest, oder? Ja. Ja. Und da gibt es diesen einen Stand, da kommt keiner von uns dran Pauli vorbei. Lukas. Richtig, nebendran. Da kannst du Schokofrüchte kaufen, gebrannte Mandeln und Lebkuchenherzen. Und weißt du, was das Haupt, das bestverkaufteste Lebkuchenherz ist, also vom Spruch her? Mich. Fast. Es ist, ich liebe dich. Es ist eigentlich in unserer Sprache dasselbe. Ja. Ich habe mich immer mal gefragt, was wäre denn? Es liegt ja nur daran, dass jeder dieses scheiß Herz kauft. Was wäre, wenn du jetzt, du bist ja enorm reich, stell dir mal vor, du würdest 50.000 Lebkuchenherzen kaufen, wo drauf steht, fick dich. Weißt du, was dann das meistverkaufte Herz wäre in diesem Jahr? So. Ja. Und deshalb habe ich gedacht, wenn ich mal irgendwann so wirklich unnötig viel Geld habe, dann werde ich das irgendwann mal machen. Und dann habe ich aber schon mal eine Liste angefangen mit Sachen, die ich benutzen könnte. Ich habe hier 50 Sachen draufstehen. Ja. Und zwar habe ich zum Beispiel einmal hier den Klassiker, natürlich ich liebe dich, ja? Schatzi, Lieblingsmensch. Aber dann habe ich gedacht, so, was wäre denn mit so du Sack oder ich liebe deine Schwester. Jetzt, bevor es aber losgeht, machen wir die Augen zu. Ich habe dir nämlich hier einmal ein Lebkuchenherz dabei. Ja. Und ich hänge dir das jetzt richtig schön einmal hier um. Wunderbar, ich finde das auch fürs Bild einfach schön. Und zwar, wie sagt man mal irgendwie, wir haben nichts abgesprochen, das ist ganz wichtig. Sag mir mal irgendeine Zahl zwischen 1 und 50. Ich habe 50 verschiedene Möglichkeiten. So. 39. 39. Alles klar, pass auf. 39. Ich gehe hier. Ich gehe in die Notizen, dass du siehst. So. Ich liebe dich, mein Herz, bla bla bla. Wir gehen hier langsam. Such. Genau. 37, mein größter Fehler. 38, Ohrzapft ist. Und 39, du Drecksau. Ja. Das ist auch gut. Oder 40, ich war heute Morgen auch überrascht. Aber du hast 39, du Drecksau. Ja. Wir haben nichts abgesprochen, ne? Wir haben nichts abgesprochen. Das muss ich jetzt hier nochmal sagen. Ich habe ihn eben das erste Mal gesehen, als er hier uns Hallo gesagt hat. Ah. Okay, dreh mal um.
Nee, komm. Nee, ich hab Angst vor dem Moment. Ich auch nicht. Ich auch. Bitte. Was? Ich check gar nichts. Das ist einlaminiert, Bro. Er hat das mitgebracht. Du kannst es ja nicht schnell erinnern. Digga. Das ist 2016 abgelaufen. Seitdem machst du Tricks. Okay, wenn ihr die Tricks von dem anderen Zauberer sehen wollt, von Alexander Laub, dann könnt ihr gerne mal hier oben hinklicken oder den Link in der Videobeschreibung anschauen. Da gibt es nämlich noch mehr. Zaubershow! 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 Ab ins Spieleparadies. So, ich hab's eben schon angekündigt. Wir sind jetzt endlich in der Halle und der Zauberer ist auch mit dabei. Alter, das ist doch Alexander Braub, der dritte Zauberer im Bunde. Wir werden auf jeden Fall jetzt hier eine aggressive Nummer 7 vs. Wild durchziehen. Wir sind nämlich hier im Hoplop in Pulheim und werden jetzt hier 12 Stunden sind's, ne? 12 Stunden verbringen wir hier auf jeden Fall. Und jetzt gibt's für die kommenden Videos einen ganz kurzen kleinen Teaser, was euch da bei den Creator Survival Games erwartet. Und ich bin jetzt so was, Space. Ich kann es nicht mehr. Die Ballstrafe! Ballstrafe! Ballstrafe!